Steine sind auch noch knapp. Sind relativ personalintensiv und dafür äußerst ineffektiv, finde ich. Die Bergbaudinger. Was eigentlich sehr schade ist. So. Das ist das nächste Bauprojekt. Aber es sieht aus, als würde ich mich nicht mehr so sehr beim Bauen verzetteln zurzeit. 100 und 124. Also nicht mehr so viele parallele Baustellen anstreben. Ja, ja, ja. So. Was ist hier? Mushroom. Ganz viel. Ob Mushroom wohl viel wert ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, bestimmt nicht. Nee, 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 nee. Okay. Wir haben 16 Kinder. Möchte ich ja fast, jetzt hätte ich fast das Fenster zu, fast versucht sein, einen Menschen da einzustellen. Iron! Ganz viele Seeds, das tut einem ja fast weh, aber... Iron! Walnuss, Korn. Korn haben wir doch schon, oder? Ich verarschen, Typ. Oh, Bean und Cabbage. Ich meine, wir haben es ja eigentlich, ne? Piers? Was sind denn Piers? Blamier ich mich bestimmt, dass ich das nicht weiß. So. Wenn ich das ganze Venison, was wir so haben, jetzt raushaue, ne? Langsam. Eins nach dem anderen. So. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Das könnte man ja auch mal machen. Ne? So ein Auto-Purchase. Von Iron. 20. Stone. 20. Blocks. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja doch. Was so an Rohstoffen reinkommt, könnte man eigentlich ankaufen, oder? Oh, Tools auf jeden Fall. So. Okay. Haben wir das gerade mal eingestellt. Oh, das ist ja Ekezia. Den kennen wir ja. Der kommt bestimmt jetzt gerne her. Hat auf jeden Fall ein breites Angebot und hat auch relativ wertvolle Sachen mitgebracht. Vielleicht merken die sich das ja tatsächlich. So. Dismisse ich den? Wird das dann, werde ich dann schlecht in seinem Angesicht? Hört sich falsch an. Sieht er mich dann als böse an oder so? Nee, bestimmt nicht. Er ist ja wiedergekommen. So. Jetzt habe ich hier gerade einen Woodcutter eingestellt. Wir haben zwei Bilder über. Und ich denke mal, die sind von dir und werden überdauern bis sehr lange. Kann ich da... Nein, kann ich natürlich nicht. Aber da so mit so einer Straße zwischen? Auch nicht. Aber da ginge. Na, machen wir mal. So. Hier so ein Sträßelchen hin. Das hier sind halt die Arbeits... Siedlung irgendwie so. Dings. Kirchens. Dingens. So. Oh, die Werkzeuge. Die Werkzeuge. Hat sich ausgezahlt, dass wir Iron gekauft haben. Und sofort haben wir wieder Werkzeuge. Das Fleisch wird jetzt wieder aufgefüllt. Wie sieht es hier aus? 92 Loks. Die haben durch die Bank weg, aber mehr als der andere da unten. Achso, bin auf den falschen gekommen. Firewood. Haben nur auf die bloßen Zahlen geachtet. Aber auf jeden Fall kann man zwei davon nebeneinander setzen. Das haben wir jetzt durch dieses Experimental hier bestätigt.
So langsam haben wir auch ein paar Herbs. Die Gesundheit geht hoch. Ach, schön. Jetzt können wir den eigentlich auch freigeben wieder zum Bau. Was ist das? The Gatherer. Ein Gatherer ist gestorben. Konnten wir den ersetzen? Ja, den konnten wir so gerade ersetzen. Was ist mit dem? Haben wir keinen Taylor mehr? Der ist unersetzt gestorben. Verflucht. Wo ist er denn? Taylor. Da. So. Nicht gut. Doof. Vor allem doof. Scheltet mich dafür. So. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das mit der Nahrung wen... So. Dass das mit der Nahrung gleich zu wenig wird. Aber andererseits sind wir ja noch dick im Plus. Beziehungsweise haben uns jetzt da so eingependelt. Wenn wir gerade den Handelsposten wieder vollstopfen mit Zeug. Es ist zu ruhig. Zu ruhig. Und vor allem sind Personen eine zu große Mangelware. Wobei jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, mit der Education anzufangen. Weil wir keine Krise haben. Die Werkzeugkrise ist jetzt... Die erachte ich jetzt einfach schon mal als abgewendet. Wir haben keine Nahrungskrise. Wir haben Ressourcen, bis ich das nächste Gebäude in Auftrag gebe. Aber momentan sieht das doch alles recht gut aus. Und die Bevölkerung wächst. Stetig. Was wohnt hier eigentlich? Forester, Gatherer, Woodcutter, Fisherman... Woodcutter? Naja, gut, geht. Forester, Gatherer. Das ist ja alles noch im Rahmen. Dann nehmen wir dem was weg und dem was weg. Ich überlege gerade, wo wir die nächsten Häuser hinsetzen. Die würden sich hier oben, glaube ich, relativ machen. Wobei die dann trotzdem wieder so weit laufen müssen, ne? Dann setze ich jetzt direkt hier so ein Haus hin. Noch ein Haus hin. Das senkt natürlich den Platz, den die Gebäude hier haben. Aber ich denke mal, der Geschwindigkeitsbonus, den wir damit erreichen, der wiegt das mehr als auf. So, jetzt haben wir wieder einen und jetzt möchte ich den hier einsetzen. So. Habe ich einfach mal gemacht. Wie viele Students gehen denn da reiner? Reiner. Einer. Gehen denn da rein? Ich meine, es waren 20. Also momentan ist es einer. Ich weiß nicht, ob die nur ab in einem gewissen Alter da reingehen können. Und da jetzt erstmal noch ein paar von den 17 noch wieder auf den Arbeitsmarkt geschwemmt werden. Schön, wir sind gewappnet für die nächste Krankheitskrise. Nur Nomaden können wir noch nicht aufnehmen. Ich habe gerade einen Kontrollblick geworfen. So, da kommt ein Trader rein, der hat jetzt erstmal voran. Und was hat er gehabt? Trade. Cabbage Seed. Coal. Plum und Venice. Verarsch mich doch. 7. Okay, Stein ist definitiv sehr wertvoll. Vermutlich irgendwie das Wertvollste, was man kaufen kann, weil es gibt ja noch Steel Tools und gute Kleidung und sowas. Ein Cabbage Seed. Ne, Cabbage haben wir schon, ne?
Möchte ich vielleicht mal Kohle einkaufen? Oder? Nee. Ich ziehe das schon wieder. Habe ich ihm so viel Fleisch verkauft, dass er uns das jetzt wieder zurückgeben möchte? Der arme Mann. Nö. Tut mir leid, mein Freund. Geh wieder weg. So. Ich war gerade dabei, einen Platz für das Boardinghaus zu suchen. Da passt es absolut nicht. Da passt es auch in keiner Hinsicht. Hier ist die Straße im Weg. Die könnte man aber wegnehmen. Will ich aber gar nicht. Hier vielleicht. Dann kann man das hier so direkt ranschieben. Will ich das? Einfach mal auf Zukunft gedacht. Ein Student. Naja gut, warum nicht? Der Stonecutter ist died of old age. Naja, wenigstens sterben die meisten eines natürlichen Todes. So, wie sieht's denn hier aus? Da wird ein Wooden House gebaut. Da auch. Und Pilo the Farmer. Alter, der Name, ne? So. Oh, wir haben hier, und so haben wir, da. Firewood. So. Wo ist es denn jetzt? Firewood. Ach, da. Hallo? Und sofort ist das Reserve auf Firewood wieder low. Genau, gehen alle Leute einmal hin, hamstern schnell und wir haben wieder mehr. Es waren gerade eben nur 10. Naja, wird schon irgendwie werden. Sieht schön aus, finde ich schön hier. Alles so ein bisschen dicht gedrängt. Kann man das eigentlich abreißen? So ein Haus, geht das? Center. Zum Stonehouse aufwerten. Jetzt könnte ich das. Achso, ja, doch. Es gibt ja hier unten das Structure Removal. Klar. Ich war gerade im Überlegen. Ist uns der Teacher weggestorben? Und der unausgebildete Student, der gerade eben noch in der Schule saß, ist jetzt der Lehrer. Und kann das weitergeben, was er in 2 Tagen gelehrt hat. Wunderbar. Und was jetzt wieder? Athenia. Eigentlich kann ich ein Feld zumachen, ne? Der Woodcutter muss ersetzt werden. Mache ich den Fischer jetzt zu? Ja, eigentlich kann ich den Fischer zumachen. Den letzten Fisherman aufs zu den Bauarbeitern schicken. Feld. Gnarf. So. Wie sieht's hier aus? Immerhin schon removed. So. Hier ist der letzte Rest Eisen weg. Da wird noch Stein geklopft. Der Woodcutter hat kein Holz mehr. Na klar. Jetzt haben wir keine Loks mehr. Sind Stone, Firewood und Venison drin. Den Stone behalte ich mal als eiserne Reserve. Einfach nur für den Fall das. Und hier könnten wir jetzt eigentlich noch einen Forester einbauen. So. Aber mit einer Straße dazwischen. Einfach mal dran gedacht. So. Und so. Und jetzt haben wir schon wieder 2 Bauprojekte gleichzeitig. Ein Großprojekt und ein wichtiges Projekt. Egal.
Wie sieht's mit Fleisch aus? Ist wieder voll. Nahrung ist super. Und die Tools stagnieren. Wir haben aber zwei Tools übrig. Kleidung sieht gut aus. Boah, das ist ja gerade echt schön. Da möchte man sich ja fast zurücklehnen und zuschauen, wie sich die Stadt selbst wieder zugrunde richtet. Die sind alt, die Kinder sind ausgezogen, da wird bald wieder hier ein Haus frei. Ich würde auch mal interessieren, ob die vielleicht... Oh. Gähnen am helllichten Tage, Entschuldigung. Ob die vielleicht ineffizienter werden, die Leute, wenn sie alt werden oder sowas. So. Könnte man da jetzt eigentlich noch... Ja, das passt. Einfach mal den leeren Raum ausnutzen, wisst ihr? Weil für sonst kann man das ja für nichts gebrauchen hier. Dann setzen wir da einfach noch ein Haus rein. Dann machen wir hier noch die Straße davor. Da so. Ich weiß nicht, wie klug das jetzt war oder ob es da was Besseres gegeben hätte, vielleicht bestimmt. Aber wir haben kein Holz mehr. Habe ich hier Loks drin? Nein. Warum ist jetzt schon wieder plötzlich kein Holz mehr da? Ach, weil die das dann... Ja, okay. Ich bin still. Ich bin schuld. Gut, das mit einem Eisen sieht aber schön aus. Da können wir hier einen abziehen und... Ach so, und die Forester sind ja auch schwer reduziert worden. Mit der Nahrungsproduktion aus. Alter. Ich bin glücklich damit. Oh, der kriegt sich, der fängt sich langsam, was die Produktion angeht. Das ist sehr schön. Der produziert richtig gut Fleisch hier rein. Gut. In den 9000 kratzen wir allerdings noch kein bisschen. Und alles ist low. Oh ja, wir haben keine Steine mehr. Die werden jetzt wahrscheinlich alle in dem Gebäude hier drin stecken. Ja. Aber das macht gar nichts. Das macht allerdings schon eher was. Ein Gatherer ist tot. Das ist ein Problem, weil wir den nicht ersetzen können und die alle in der Schule sind. Das ist natürlich das Old Age Problem jetzt. Lege ich, ob ich das ineffizienteste Feld 1000 ob ich trotzdem eins der Felder dicht mache, hilft mir nichts, weil ich da trotzdem noch 4 Leute fehlen. Wir haben schon einen Ruhrfarmer für 2 Felder eigentlich. Casimiro, der Food Merchant, kommt an und wir brauchen absolut nichts von ihm. Geh wieder weg, du Blödmann. So. So könnte man ja eigentlich für 1000 Squash, also für 1000 Nahrung, müssten wir etwas über 300 Nahrung geben. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Tausch. So, 1000 Nahrung. Dann geben wir hier mal 333. Natürlich. 334. So. Warum bin ich da eigentlich nicht um früher drauf gekommen, das so zu machen? Aber egal. So, Trade. Und Dismiss. Und im Auto-Purchase möchte ich jetzt vielleicht doch was denn Grains? Sind das hier sind bestimmt nicht Textilien sind bestimmt Felderzeugnisse. Schiebe ich hier mal nach oben und setze den hier mal auf 500.
Solange wir das mit dem Fleisch machen, denke ich mal, dass wir damit ganz gut fahren und gut Vorräte anknüpfen. Und dann können wir vielleicht irgendwo Leute freisetzen. Nächstes Jahr. Beziehungsweise würde ich es da vielleicht sogar riskieren, die Farmer runterzunehmen. Weil das bei den Farmern eben gerade nichts bringt für Fluch.